This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute wollte ich darüber sprechen, dass die guten Menschen wirklich ein Problem sind. All diese Gutmenschen, die denken, sie tun das Richtige. Das ist wirklich ein Problem auf dieser Welt. Und ich denke, wenn es keine Gutmenschen geben würde, dann gäbe es keinen Krieg auf dieser Welt. Wenn es keine Menschen gäbe, die glauben, sie tun das Richtige. Und die Betonung liegt da auf Glaube. Also möchte ich mal näher darauf eingehen, was ich damit meine. Ich denke, dass es keinen Krieg auf der Welt geben würde, wenn jeder Mensch mal dahin kommen würde, dass er weiß, was er weiß und dass er weiß, was er nicht weiß. Dass sich bewusst ist, das weiß ich nicht, das glaube ich. Sich wirklich bewusst zu sein, ich glaube hier nur was. Also wenn jemand denkt so, sonst, ey, ich bin guter Christ und ich muss die Hexen verbrennen damals. Ist so, das meiste Leid ist im Namen von Gott passiert, wegen Glauben. Oder sei es der Glaube an irgendwelche Systeme, an Geld, egal was. Der Glaube an irgendwelche Wertvorstellungen, die du nicht wirklich weißt und erfahren hast. Wenn du dir dem bewusst wirst, dass du das nur glaubst, so. Du glaubst, derjenige kommt in die Hölle, wenn er sich so verhält. Oder du glaubst, du bist ein guter Amerikaner, wenn du in Krieg gehst und die bösen Terroristen tötest, weil du denkst, die sind eine Bedrohung. Diese ganzen guten Menschen, die sich irgendein Glaubenssystem aufgebaut haben in ihrem Kopf, die führen diese ganzen Kriege. Die glauben, die Welt ist besser, wenn ich jemanden töte. Wie kann die Welt besser werden, wenn ich jemanden töte? Die glauben, dass sie in den Krieg gehen und da jemanden töten und dann wird die Welt davon besser. Wie kann man denn glauben, dass die Welt besser wird durch Krieg? Aber das ist es, was viele Menschen glauben. So, also wenn jeder dahin kommt, dass er nichts mehr glaubt, nicht mehr an irgendwelche Gott glaubt oder nicht mehr, ja, sondern einfach nur sagt, hey, beziehungsweise sich bewusst ist, dass er das glaubt, dass er nicht mehr sagt, hey, das ist so. Das Leben nach dem Tod, das ist so und so. Oder Wiedergeburt, das ist so und so. Schau, dass du dabei bleibst, was du erfahren hast, was du weißt. Dass du weißt, was du nicht weißt, dass du weißt, was du glaubst und was du nicht glaubst. Dass du weißt, was du weißt und dass du weißt, was du nicht weißt. Dahin sollte jeder Mensch kommen. Und ja, dann gibt es keine Kriege mehr. Die meisten Kriege sind immer nur wegen Recht haben. Die Menschen denken, so und so ist die Welt besser und beharren auf ihrer Meinung, wollen Recht haben. Und irgendwelche Glaubenssysteme. So. Also das größte Problem ist, gute Christen, gute Amerikaner, gute Deutsche, die dann ja, sich mit sowas identifizieren, mit irgendwelchen Glaubenssätzen da identifizieren, die sie nicht erfahren haben. Und dann für Dinge kämpfen, die sie gar nicht wissen. So, die sie nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Ja. Also, ich halte das für ein großes Problem. Ich war früher auch ein guter Mensch und dachte, ich muss dafür irgendwas kämpfen. Aber wie will ich denn weniger Leid in die Welt bringen, wenn ich jemanden umbringe? Wie will ich, ja. Also, nur mal so ein kleiner Tipp. Kommt dahin, dass ihr euch bewusst werdet,
was du weißt, was nicht. Genau. Ansonsten macht's gut. Ciao.